Na, das war wohl ein bisschen leicht gestern. Okay, aber wir brauchen selbst die einfachen Formeln. Ich meine jetzt, naja, diese hier. Solche einfachen Formeln, die braucht man auch in Physik. Und deswegen mache ich es auch nochmal für Physik. Wir haben uns erinnert, gestern ging es so locker hier und easy. Ach ja, und ach, x durch 6 ist 7. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ja, mag ja sein. Ist ja auch wirklich nicht so schlimm. Ich habe auch nichts dagegen. Aber jetzt werden wir das mal für Physik probieren. Geht so. So wie gestern. Ich lasse jetzt mal alle Farben weg. Ich sage bloß, wenn ich S suche und durch T stört, sage ich okay, mal T. Nächste Zeile, V mal T ist gleich S. Dann kann ich einsetzen und dann kann ich ausrechnen und so weiter. Okay, das gleiche. Ich sage okay, ich suche I. Oh, verdammt. Das steht aber unterm Bruchstrich. Da gehe ich dann später nochmal in einem anderen Video drauf ein. Da geht das immer um solche Dinger, wo das x ganz blöd steht. Bruchgleichung, sage ich jetzt schon mal. Na gut, damit nichts passiert, muss ich erstmal diesen Missstand beseitigen. Ich gehe auch später auf Fehler ein, die es dabei gibt, die man sonst gerne macht. Also, ich sage, okay, zuerst mal i. Dann steht hier r mal i ist gleich u. Ach, ich wollte doch aber gerne das i haben. Naja gut, jetzt stört nochmal r, also durch r. Und dann steht hier I ist gleich U durch R. Gar kein Problem. Wie gesagt, kommt dann später noch. Na, noch ein anderes Beispiel. Typisch für Flächen. Ihr kennt es mit A mal B, ich kenne es mit G mal A. Wie auch immer. Wenn ich B suche, dann sage ich mal A stört, also durch A. Dann steht hier Groß A durch Klein A ist gleich B. Dann kann ich einsetzen. Dann geht es wieder los. Das gleiche. Es stört mal L, also durch L. M durch L ist gleich F. Dürfte auch kein Problem sein. Genauso einfach, obwohl es schwieriger aussieht, zu diesen beiden Gleichungen. Fangen wir mit der an. V1 ist gesucht. Diese kleinen Indizes, ein Index, der steht als kleines Zahlending da unten dran. Die kennzeichnen die einzelnen Dinger. Ich sage, okay, was stört mich? V1 soll alleine stehen durch T1. Okay, Gegenteil ist mal T1, dann steht hier V1 ist gleich V2 mal T1 durch T2. Einsetzen, ausrechnen. Egal wie die Buchstaben heißen, wir machen das dann im Übungsvideo nochmal. Hier das gleiche, es stört mal F2. Gegenteil durch F2. Dann steht hier F1 mal L1, na, das war das Hebelgesetz, durch F2 ist gleich L2. Ja, dürfte kein Problem sein. Gut, es geht dann weiter in den Übungsaufgaben. Ich werde hier wieder die Verweise anbringen. Also, dann bis später.